BSW. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir reden heute Abend über den Antrag der Linken, Gesundheit für alle modern, gemeinwohlorientiert und solidarisch. Dieser Antrag beinhaltet weitreichende Vorschläge, die aus unserer Sicht in die richtige Richtung gehen. Zusätzlich reden wir konkret über die gegenwärtige Auseinandersetzung um die geplante Krankenhausreform von Minister Lauterbach. Zudem haben wir einen Antrag beigelegt, der sich mit dieser Reform auseinandersetzt und vor allem ein Sofortprogramm zur Rettung und Wiederherstellung des öffentlichen Gesundheitssystems fordert. Denn dieses ist dringend notwendig. Meine Damen und Herren, Kollege seit vielen Hugo, Jahren. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Abgeordneten Sichert? Die Uhr nicht an. So, herzlichen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich wüsste gerne von Ihnen, warum Sie heute gegen einen Antrag gestimmt haben zur Bekämpfung des politischen Islam, wenn Ihre Fraktionsvorsitzende noch vor zwei Tagen veröffentlicht hat, dass man den radikalen Islam auf alle Fälle bekämpfen sollte. So, in dem Fall gilt erstmal zur Sache. Ich diskutiere also jetzt nicht Wissens, mit Ihnen hier, Herr Hunko. Meines Wissens, stehen. Herr Punkt Kollege Sichert, meines Wissens diskutieren wir hier über die Gesundheitsreform, über die Krankenhausreform von Lauterbach. Es gab heute einen Antrag, auf den Sie anspielen, zur Bekämpfung des politischen Islams. Dazu haben wir eine Stimmerklärung abgegeben, gut, weil der Antrag über die Bekämpfung des politischen Islam hinaus aus unserer Sicht weitreichende Einschränkungen der Meinungsfreiheit beinhaltet. Gut, dann haben wir das geklärt und fahren jetzt in der Debatte. Meine Damen und Herren, seit vielen Jahren gibt es in Deutschland ein schleichendes Kliniksterben, übrigens auch in Mecklenburg-Vorpommern, Herr Monstadt. Nicht etwa als Ergebnis von gesundheitspolitischer Planung, sondern als chaotisches Ergebnis finanzieller Schieflagen kleinerer Krankenhäuser, insbesondere im ländlichen Raum. Grund dafür ist das Fallpauschalensystem verbunden mit der betriebswirtschaftlichen Logik, die den Krankenhäusern in den letzten 20 Jahren aufgezwungen wurde. Dieser Trend hat sich seit der Corona-Zeit massiv verschärft. Kommunen und Landkreise versuchen, ihre jeweiligen Häuser über Wasser zu halten, stoßen an finanzielle Grenzen. Besonders zynisch wird es dann, wenn Finanzinvestoren insolvente Krankenhäuser aufkaufen und dann nur noch lukrative Behandlungen anbieten, oftmals auch auf Kosten der dortigen Beschäftigten. Diese Privatisierung des Gesundheitssystems lehnen wir ab. Eine Reform ist also nötig, allerdings wird die geplante Krankenhausreform der Bundesregierung diese Probleme nicht lösen. Wir brauchen keine Schließungen von Krankenhäusern in der Fläche, sondern ein auskömmlich finanziertes öffentliches Gesundheitssystem, das sich am Bedarf orientiert. Eine Abwälzung auf Kosten der Kosten auf die Länder und der Beitragszahler lehnen wir ab, wie das Lauterbach vorsieht. Wir sehen angesichts der Notlage den Bund in der Pflicht, ein Sofortprogramm zur Rettung und Wiederherstellung des öffentlichen Gesundheitssystems aufzulegen, wie es auch eine entsprechende Petition von Beschäftigten aus dem Gesundheitswesen fordert. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die Beiträge der Kollegin Tina Rudolph für die SPD.